So, hallo, weiter geht's mit einer Folge Pro Team. Bei der zweiten Rundfahrt, die für mein Team freigeschalten ist. So, die erste Etappe war jetzt eine Sprintetappe, da war ich mit Max Kanter Vierter. Nicht so besonders gut. Aber ja, okay, passt erstmal. Machen wir jetzt weiter gleich. Weltrangliste brauchen wir jetzt nicht gucken. So, jetzt wird es aber interessant. Jetzt haben wir hier ein paar Etappen. Also zwei Etappen noch, die dann schon etwas schwieriger sind. Und wo ich dann mit Ida Schelling als Kapitän fahren werde. Um da gegebenenfalls einen Etappensieg oder auch vielleicht in der Gesamtwertung da ein bisschen nach vorne zu kommen. Mal schauen. So, die Favoriten sind Benoot. Ja, Luzenko auch ein starker Fahrer, aber gut. Mein Fahrer hier ist Ide Schelling. Er hat, Tagesform Bonus plus 2. Aber wie kommt der Bonus jetzt hier zustande? Verstehe ich gerade nicht, aber gut. Nigersan plus 2. Kanter sogar plus 3. Aber Ide Schelling. De Mat done whole. The Breton roads will put the peloton under severe pressure. The many short climbs and the narrow roads will require unflagging attention in order not to be caught off guard by the most audacious. We'll find them ideal terrain to go on the attack. So, wer schützt wen? Steimle, Schelling und Nikias Arndt. Müssen wir mal gucken. Bin gegebenenfalls nochmal irgendwo dann angreifen lassen. The front runners are 10 kilometers from the first intermediate sprint. The gap is decreasing. The peloton has not given up. The breakaway didn't get far. Gruppe hier versucht hier auszureißen, aber ja, passiert das breakaway has 30 seconds lead. Breakaway over. Is riding hard. Stay well placed. Ja, mal schauen. The breakaway is 3 kilometers Was wir jetzt hier from mit Ida Schelling so machen können, so relativ kurz vom Ziel gucken, ob ich da irgendwas angreifen kann. Mal schauen. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Na gut, die ersten Anstiege kommen jetzt, aber sie haben natürlich nicht so viel. The next king of the mountain summit will earn 1 point for the rider who's in front at the top. The riders are approaching the feed zone. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The gap is widening. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standing. So, naja, heute läuft er jetzt gerade noch, wo ich das gerade aufzeichne, die Tour des Swiss. Kann jetzt zu dem Rennen noch nichts sagen, kann ich erst morgen was dazu sagen. Ansonsten, ja. Es ist jetzt nicht mehr lange bis zur Tour, ja, und die Favoriten, ja, es ist eigentlich, sieht es danach aus. The next climb is classified as fourth category. Jetzt muss ich aber aufpassen. Also es sieht so danach aus, dass es entweder Pogacar oder Roglic macht. Ja, ansonsten, ja, schwierig, wer da noch einfahren könnte. Ups, jetzt muss ich ja dann doch mal. Okay, I'll consume a feed. Ja. Also ich gehe sogar davon aus, dass Pogacar gewinnen wird. Das Problem bei Pogacar könnte sein, dass er gegebenenfalls, kann ich jetzt noch nicht so 100% beurteilen, das schwächere Team haben wird als Roglic. Das könnte schon noch ein entscheidender Faktor sein.
vielleicht gegen Pogacar sprechen könnte. Ansonsten bei Ineos halt Geraint Thomas. Carapaz, ich glaube nicht, dass das Carapaz da mithalten kann. Dann eher Thomas. Ah, es könnte ein guter Dreikampf zwischen Thomas. Oh, jetzt wird es hier aber interessant. Greifen die jetzt hier vorne an. Jetzt muss ich hier schon mitfahren. Auf jeden Fall mal ein bisschen Tempo hier machen bei dem Anstieg. Randuru ist auch ein schneller Mann. Ja gut, ich will jetzt ja eigentlich noch nicht wirklich wegfahren. Our sprinter isn't looking good. He's being left behind. We're now entering the last 20 kilometers of the race. Kommt dann noch Kategorie 4 Anstieg. Da müsste ich dann schon noch mal probieren anzugreifen. Jetzt ein Tempo. The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. We'll have to do our utmost to score points if we don't want to fall behind on the climber standings. So. Soll ich doch noch mal irgendwie angreifen? Mal hier vielleicht. Zehn Kilometer alleine jetzt. Oh, der Abstand. He can no longer be caught today. You were first over the top of the climb. That's good. Only 10 kilometers to go and another difficult climb. Nicht, dass ich da durchkomme mit Shelley. A climb well known to French riders because it's the decider on the Tour de Finistère. Another round of the French Cycling Cup. Die jetzt hier, ah, die machen jetzt hier wahrscheinlich richtig Tempo für die Sprinter. Die sich halt nicht einig sind. He's moving onto the attack. Come. Ja, wenn die mich jetzt einholen, habe ich nichts mehr zum Sprinten. At 5 kilometers from the finish, a group of riders is alone at the head of the race. Will they manage to hold out in the final kilometer? Jetzt mal hinten wieder Tempo, ey. Guys, the final climb is 1 kilometer long. It's split into two, with a very, very steep foot. And the final 400 meters that are almost flat.
So, wir hoffen, dass wir hier durchkommen. 1,6 Kilometer. Eieieiei, dass hier nochmal so hoch geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sind sie da. Verdammt. Komm. Oh, nee. Verdammt, war das knapp. Schade, ey. Also das war... echt schade. Ja, ich hab's ein bisschen unterschätzt, aber da war wirklich nochmal Kategorie 4 Anstieg. Dass es da doch nochmal so hoch geht. Verdammt. Mal anschauen. Ja, leider musste ich hier ein bisschen rausnehmen. Ach, schade. Schade. Ladies and Gentlemen, die ist benot. Great guys. Aber Zweiter ist gut. Anything from this stage. And you bring home a podium sogar 4 Sekunden. Well done to you all. We retain the white jersey. Well done, guys. Sehr schön. Schelling Dritter jetzt. Tisch Benot. Ja, und jetzt kommt ja gleich die nächste Etappe. It's the final stage, guys. Today's route is hilly and a leg breaker. Ja, das for attacking, which should suit the pun- ähnlich schwer, aber da, ja, muss ich gucken, dass ich da vielleicht wirklich erst am letzten Berg irgendwas mache, wenn ich was mache und dann mich auf den Sprint konzentriere. Ich müsste dann irgendwie gucken, dass ich das nochmal schwer mache, aber Ginometer ist halt schlecht in Form. Schelling jetzt sogar plus 3. Hello and welcome to all. It's a demanding route that awaits the riders on today's stage. With numerous changes of direction, narrowing widths and plenty of short climbs, the Breton roads will no doubt put the peloton under pressure. Ja, schicke ich jemand weg? Steimle. Guys, it's not going to be an easy day. It's hardly ever flat. There's plenty of winding roads, and the final circuit looks like a roller coaster ride. You're going to have to keep plenty in the tank for the last lap of the circuit. Zumindest muss ich auf jeden Fall das weiße Trikot verteidigen. Und am besten, wenn der ein wirklicher Sprint ist. Boah, wie viel Bergwertung sind denn das? The mountain standings. The first mountains classification points have just been grabbed. Wenn die jetzt already thoughts at the front of the race turn towards an intermediate sprint. Jeder Bergwertung angreifen. Oh, na ja, gut. 20 points. Time gap stabilized. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. The front of the race is onto the final circuit. King of the Mountain Sprint. Ach, 2 kilometers for the breakaway group. The gap is widening. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standing. The second intermediate sprint will be decided the next time the finishing line is crossed in a little less than 5 kilometers. Sprint in 2 kilometers for the breakaway group.
Omeda ist schon zurückgefallen. The riders up front still have something left. Tempo ist schon hoch. To try to hold out till the end. Okay, ich müsste jetzt hier dann doch mal ein bisschen aufpassen. Schelling hat auch schon ganz schön viel Energie verloren. Reduce the tempo or you'll pay the price. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Boah, Tempo ist echt hoch, mein Gott. Eieiei, das wird ein hartes Stück Arbeit hier. Da zu überleben und dran zu bleiben. Ja, jetzt kann man wieder ein bisschen regenerieren. Sehr schön, 23. Fahrer hier noch drin. So, jetzt geht es gleich schon mal berg runter. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. The peloton is riding hard. Jetzt greifen sie an. Alter, eine Gruppe, die hat noch 2 Minuten Vorsprung, krass. So, letzter Kategorie 3 Anstieg müsste dann danach, kommt noch Kategorie 4. Könnte es nochmal gefährlich werden. At the top of the Côte de Californe, there are still several pretenders for stage victory. The Côte de Trimen will no doubt be the decider. Sehr gut, dass jetzt hier das Tempo nicht zu hoch war. Na, aber jetzt, keiner geht mit. Okay, das ist natürlich nicht gut. Aber ich muss bis zum letzten Anstieg noch warten. Schon ganz schön weit weg, der Nava, yes. Verdammt. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group.
So. Fällt der Breakaway ihn, ne? Threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Watch out, he's going on the attack. He's trying to get out of the peloton. Watch out. He's being left behind. It's good news for the overall standing. Only 5 kilometers left for the head of the race. You almost look out of strength. Look after yourself if you want to avoid a blow-up. At less than 3 kilometers from the finish, the man in front looks to be heading towards victory. But he mustn't let up if he wants to signal his triumph. Meine Kraft ist komplett aufgebraucht. Ja, Nava, yes. Schade. Der hat's noch gedreht alles. Schade. Ach. Das heißt, ich werde wahrscheinlich der Gesamtwertung noch einen Platz verlieren, mindestens. An Nava, yes. Aber Top 5 müsste drin sein. It was a stage on which we could really have shone, and we don't even finish in the top 10. It's a pity. So, Ida Schelling. 11.1.21 Cousin Roux und Navayes von Masbonnet. Ja, und dann bin ich in der Gruppe halt drin. Guck mal die Gesamtwertung an. Ach, Cousin ist noch ganz nach vorne gekommen. Sehr krass. Tisch Benoit Impe und ich bin Fünfter mit Ida Schelling. Ja, ist okay. Fünfter Platz ist in Ordnung. Dann können wir jetzt speichern. Ja, und dann geht's mit der nächsten Rundfahrt in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.